Gar keinen Bock. 8 Stunden heute. Chill mal, Doppelstunde Sport. Bei dem sweeten Vertretungslehrer. Du findest Herrn Sackstetter süß? Der ist doch total weird. Psst, da ist er. Und der ist nicht weird. Guten Morgen, Kids. Guten Morgen, Herr Sackstetter. Rassismusfreie Schule? Laktosefreie Schule wäre mir lieber. Hm? Wegen der Milch. Versteht ihr? Ja, okay, Boomer. Vielleicht ist er doch weird. Okay, cool. Halt, stopp, warte kurz, was meinst du denn damit? Ey, das ist Murit, kein Unsinn. Denk mal nach, mit wem du sprichst, du bist erwachsen. Ich bin nur noch Mann, ich check das nicht, cool, wa? Füße, stopp, Zeit, komm, wir reden jetzt darüber. Ey, mit deiner Art bist du schon lange nicht mehr im Trip. Also wach auf, denk drüber nach, wir tun's in diesem Moment. Ey, Moment mal. Wie ihr sicher mitbekommen habt, ist unsere Schule jetzt offiziell rassismusfrei. Ja klar, wir hängen einfach Poster auf denen rassismusfreie Schule steht und bäm, Problem gelöst. Rassismusfreie Schule, das bedeutet natürlich, dass es vollkommen egal ist, welche Hautfarbe ihr habt. Ob weiß, schwarz. Und damit alle Schülerinnen und Schüler sich an unserer rassismusfreien Schule auch wirklich repräsentiert fühlen, haben wir jetzt hautfarbenen Buntstifte in jeder Klasse eingeführt. Moment mal! Wow, was für eine Innovation! Wie sind die Lehrer-Genies denn darauf gekommen? Liebe Blöden, wir freuen uns, Ihnen heute unsere Erfindung präsentieren zu dürfen! Buntstifte in verschiedenen Hautfarbtönen! Können wir das Produkt mal sehen? Nee, das passt nicht. Sicher von hier. Viel zu dunkel. Und wieso überhaupt in allen Hautfarben? Ja, es gibt ja nur die eine. Die Hautfarbe. Warum checken die das nicht? Die sind halt ein bisschen zurückgeblieben. Du musst mit denen sprechen, als ob sie 5 wären. Okay. Haben wir denn alle dieselbe Hautfarbe? Ihr Süßen? Nein. Sehr gut. Und wer mir jetzt sagt, ob es eine normale Hautfarbe gibt oder ob alle normal sind, bekommen einen Lolli. Alle normal. Geht doch. Schon ein bisschen süß. Ja, aber auch ein bisschen blöd. Inzwischen haben es sogar die Blöden verstanden. Sogar Frau Müller hat's verstanden. Ja, sag ich doch. An unserer Schule sind nicht nur alle Menschen willkommen, sondern sie bereichern auch unseren gemeinsamen Austausch. Samuel, du weißt doch, ich liebe eure Kultur. Jetzt ist doch auch bald euer jüdisches Weihnachten. Juden feiern keine Weihnachten. Nein, natürlich nicht. Du weißt doch, was ich meine. Dieses jüdische Fest, das mit dem Kerzenständer und mit dem kleinen Dreidel, dieses Chanukka. Sie meinen Chanukka. Genau. Mensch, dann sprichst du das auch gleich noch so professionell aus. Toll. Sag mal, hast du nicht Lust, uns mal ein bisschen was über eure jüdischen Feste zu erzählen? Du, das würde uns alle total freuen, Samuel. Moment mal. Was will sie von dir und warum nennt sie dich Samuel? Keine Ahnung, Mann. Ich bin Sam. Voll krass. Wieso denken die Leute, dass wir alles wissen, nur weil wir... Ihre Frage, bitte. Eine Frage an den Israel-Experten, Herrn Samuel. Worin liegt Ihrer Meinung nach der Ursprung des Nahostkonflikts? Ich bin Sam. Und ich bin 13 Jahre alt. Nächste Frage. Herr Johannes, Sie sind eindeutig China-Experte. Wie bewerten Sie die politische Lage in Hongkong? Meine Eltern kommen aus Korea. Ich weiß nichts über Hongkong. Normalerweise trage ich auch keine Hemden. Ich weiß nicht mal, was für eine Flagge das ist. Ja, Entschuldigung, Sie sind doch die Kommission der Weltexpertinnen und Weltexperten für alle Weltfragen, aufgrund Ihrer Herkunft. Sie müssen uns doch Antworten liefern können. Oder vielleicht kann Frau Adolisa uns wenigstens sagen, wie wir den Hunger in Afrika zum Beispiel bekämpfen könnten. Erstens, meine Eltern kommen aus Nigeria. Zweitens, Nigeria ist ein Land in Afrika und Afrika ist ein Kontinent.
drittens, nur weil das die Herkunft meiner Eltern und Großeltern ist, macht es mich nicht automatisch zu einer Expertin. Ich habe keinen Bock auf mein Aussehen reduziert zu werden und Fragen zu Afrika zu beantworten. Boah, lest doch einfach mal ein Buch dazu. Frau Müller, ich kann gerne ein Referat über Handlung halten. Aber es wäre doch viel interessanter, wenn jemand, der sich noch nicht viel damit beschäftigt hat, es vorbereitet und etwas darüber lernt. Hm. Ja, da hast du natürlich recht. Aber dann wäre es ja nicht so authentisch. So, dann kommen wir jetzt zur Gedichtanalyse. Ihr solltet doch in der Zwischenzeit wirklich wissen, was der Unterschied zwischen einem Jambus und einem Trocheus ist. Oder? Johannes, das ist leider eine 5. Aber weißt du was? Mach dir keine Sorgen. Ich hätte auch Probleme, wenn Deutsch nicht meine Muttersprache wäre. Hm? Hä? Aber Deutsch ist doch meine Muttersprache. Moment mal. Schon wieder eine 5? Dabei habe ich doch alles von Max abgeschrieben. Und Max hat eine 2. Wie kann denn das sein? Also ich hätte da eine Idee. Schulnoten werden nicht immer fair vergeben. Das heißt, dass Lehrerinnen und Lehrer zwei Arbeiten, die genau gleich sind, unterschiedlich benoten können. Als ob? Doch, das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch schon oft untersucht. Die haben zum Beispiel 204 angehende Lehrerinnen und Lehrer Diktate gegeben, die sie benoten sollen. Die Diktate hatten alle gleich viele Fehler. Aber die eine Hälfte der Arbeiten wurde von einem Max geschrieben und die andere von einem Murat. Aber ist doch egal, wie die heißen. Wenn die Arbeiten sonst gleich waren, dann müssen doch auch beide dieselbe Note bekommen haben. Haben sie aber nicht. Murat hat im Schnitt eine schlechtere Note bekommen. Von solchen Studien gibt es eine Menge. Alle deuten darauf hin, dass Kinder mit einem nicht deutsch klingenden Namen schlechtere Noten bekommen, bei gleicher Leistung. Sag mal, hast du eigentlich von Max N oder von Max C abgeschrieben? Max N? Warum? Na, weil Max N doch in die Parallelklasse geht. Der saß doch nur bei uns, weil er seine Mathearbeit nachschreiben musste. Komisch eigentlich, dass du keine 6 gekriegt hast. Wofür steht eigentlich das A? Und warum ist da ein rotes Herz um das A herum? Das A steht für absolut privat. Bah, FC Bayern. Dein Ernst? Johannes, was ist jetzt mit dem roten A auf dem Test? Also für Adauli? Auf welchem Test? Ganz ehrlich, ich werde nie wieder in meinem Leben wissen müssen, was ein dreifüßiger Jambus ist. Dreihebig? Whatever, ich kann mir einfach keine Situation vorstellen, in der ich sage, wow, gut, dass ich weiß, was ein dreifingeriger Jambus ist. Ich erinnere Sie gern daran, dass es um 1 Million Euro geht. Und einen Joker haben Sie ja noch. Ja, den will ich auch benutzen. Ich möchte jemanden anrufen. Ich glaube, ich nehme Johannes. Der weiß sowas. Hallo? Guten Abend, Johannes. Ich hoffe, Sie liegen bequem, denn es geht um 1 Million Euro für Ada und Lisa. Alles, was Sie tun müssen, ist eine Frage beantworten. Und dafür haben Sie 30 Sekunden Zeit. Jederzeit. Für Ada und Lisa würde ich alles tun. Dann läuft die Zeit ab jetzt. Hallo Johannes, wo findet man einen dreihebigen Jambus? Ist es A im Fitnessstudio, B bei den Bambusgewächsen, C bei der Gedichtsanalyse oder D auf der Tanzfläche? 8 Sekunden noch. Ich sage auf der Tanzfläche. Ich glaube an Johannes und nehme Antwort D auf der Tanzfläche. Tut mir leid. Sorry. Kann ich es irgendwie wieder gut machen? Na klar, eine Ersatzfrage hätten wir da noch. Kann es sein, dass du in Adolisa verknallt bist? Johannes, seit wann benutzt du Deo? Nein, ich bin nicht in Adolisa verknallt. Was? Was? Alles gut, wenn du Adolisa deine Liebe gestehen willst. Mach's auf keinen Fall mit einem Gedicht. Hey Kids, ich bin euer Vertretungslehrer, Herr Sackstetter. Also, ich kenne euch alle nicht, deswegen mache ich die Mannschaften, das ist fair. Emma und Sam, Team Rot, hol dich die Leibchen ab. Dann Anna und Typhoon, Team Blau. Ja. Dann Aloda, Alodaisa,
Ah, eine blitzschnelle Sprinterin dann. Team Blau. Und wer bist du? Johannes. Johannes? Oh, ein kleiner Jackie Chan, hä? Moment mal. Isa soll nochmal schnell sein und Johannes gut in Karate? Ganz schön viele rassistische Klischees für eine rassismusfreie Schule. Was genau versteht man eigentlich unter Rassismus? Wie? Hast du meinen YouTube-Kanal nicht abonniert? Hey Leute, heute haben wir ein ganz besonderes Unboxing für euch. Genau, Thema heute ist Rassismus! Wir haben für diese Folge extra diese Bücher studiert, um für euch dieses kleine Video rauszuhauen. Rassismus trendet gerade wieder, gibt es aber auch schon ewig. Vintage. In Rassen unterscheidet man bei Tieren. Hunde kann man zum Beispiel in Rassen unterteilen. Aber bei Menschen geht das nicht. Aber es gibt Leute, die denken, dass weiße Menschen mehr wert sind als alle anderen. Fail. Nur weil sie eine andere Herkunft, Hautfarbe oder Religion haben. Monster-Fail. Aber das ist nicht irgendwie wissenschaftlich begründet. Nee, den Rassismus haben die Menschen in Europa früher sich selbst ausgedacht. Europa hat damals richtig Geld gemacht. Und das nur, weil sie Menschen aus Afrika und Asien zur Arbeit gezwungen haben, ohne sie zu bezahlen. Auch Deutschland hatte Kolonien in Afrika. Habt ihr mal was davon in der Schule gehört? Wir nämlich nicht. Darüber wird immer noch nicht so gerne geredet. Klar, wer redet denn gerne darüber, dass er Scheiße gebaut hat? Natürlich ist es schlimm, Menschen zu versklaven. Das wussten die Menschen in Europa damals auch schon. Und deswegen haben sie sich was ausgedacht, damit sie relaxen können. Sie haben nämlich behauptet, weiße Menschen sind was Besseres als alle anderen. Und wenn man das ganz oft wiederholt, ganz oft wiederholt, ganz oft wiederholt. Und die haben es ganz oft wiederholt. Sodass es viele Menschen immer noch glauben. Deswegen merken viele auch gar nicht mehr, wenn sie etwas Rassistisches sagen. Aber es ist doch keine Entschuldigung. Wichtig ist, dass wir alle Rassismus ansprechen, wenn er uns begegnet. That's it. Lasst ein Like da und schreibt uns in die Kommis. Rassismusfreie Schule. Also ich habe noch keinen Rassismus in dieser Schule gesehen. Nur weil sie ihn nicht sehen können, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Ist ja gut, eindeutig. Definitiv ein Trottel. Ein laktosefreier Trottel.